Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Wir sind zurück bei Let's Play Darksiders. Wir waren zuletzt hier im Turm des Zerstörers, haben unsere kleine eigene Version der Portal Gun bekommen, hier, wenn ihr euch daran erinnert, die Geschichte, wo wir jetzt durchhüpfen könnten und irgendwo hinkommen. Und sind das letzte Mal zum Ende hin noch verreckt, da draußen bei den komischen Typen, die ja gleich kommen. Ich will einmal kurz noch unser Fangeisen hier, also unsere Waffen hier nochmal kurz umlegen. Und zwar möchte ich das ganz gerne jetzt gerade nach da oben haben. Und das statt der Pistole. Dankeschön. So, jetzt möchte ich noch zwei ausgewählt haben. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, dass wir die da draußen legen. Jetzt tauchen hier die zwei Möchtegerns auf. Da Nummer 1. Und da Nummer 2. Die ja ziemlichen Schaden machen, wie wir gesehen haben. Oh, die können wir nicht ranziehen. Auch schön zu wissen, dass wir die nicht ranziehen können. Lassen den mal rankommen, dass er uns angreift. Okay, ich glaube, ich weiß, wie wir die fortan bekämpfen werden. Wir nehmen uns erstmal den hier vor. Das ist so mein Plan. Oh, 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 oh. Da müssen wir echt aufpassen. Die machen eine ziemliche Menge an Schaden. Und ich würde ungern nochmal verrecken. Falls man das nachvollziehen kann. Irgendwo. Es ist schon echt fies, dass sie immer wieder in diese Gestalt reinwechseln können. Weil da mache ich denen halt keinerlei Schaden, aber die mir umso mehr, umso mehr, umso mehr. Das war knapp. Alter Vater, hauen die rein. Alter, alter, alter. Da passt man einen Moment nicht auf und dann haben sie einen schon. In der Mangel. Aber umso schöner ist es, dass ich langsam einen Weg raus habe, wie ich die ganz gut dran kriege. Man braucht nur das richtige Timing so ein bisschen. Weil aushalten tun sie ja eigentlich nicht sonderlich viel, das hatten wir schon mal festgestellt. Da, Nummer 1 haben wir. Wir müssen nur dran denken, dass da gleich auch nochmal diese, genau, die Dinger auftauchen. Ach, nur eins davon? Ich dachte, das wären zwei gewesen. Das hat uns ja das letzte Mal so ein bisschen das Genick gebrochen. Das würde ich ganz gerne vermeiden, dass das nochmal passiert. Also ich lerne diesen Enterhaken doch ganz gut zu schätzen im Kampf. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, mit beiden gleichzeitig zu agieren, weil wir uns an den einen ranziehen und den anderen zu uns ranziehen. Und ich hätte halt an sich ganz gerne erstmal den Geist gelegt, weil die machen mir echt Sorgen. Da habe ich jetzt meinen Schaden in Kauf genommen, um selbst mal wieder ein bisschen Schaden zu machen. Darf ich aber auch nicht zu viel machen. Immer in Bewegung bleiben, heißt das Stichwort. Dann klappt das hier schon. Der war schon wieder ziemlich knapp. Knapper als es mir lieb ist. Also das Schöne ist, wir können sie auch aus dieser Gestalt per Prügel rausziehen.
Wir hacken ihm mal schnell das erste Horn ab. Und wechseln dann, glaube ich, gleich mal in unsere Chaosgestalt. Um hier den Rest. Au, 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 au. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Habe ich noch Heilung dabei? Ja. Das war unklug. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Wo war das denn nochmal? Darauf will ich klicken. Nein, darauf will ich nicht klicken. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hilfe! Da wollte ich draufklicken. Worauf war das jetzt? Nein! Weg, 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 weg. Ich drück doch die 1. Hä? Ich hab's doch gedrückt. Der macht nicht das, was ich will. Gut, dann müssen wir das jetzt irgendwie so überleben. Den wollte ich haben. Alter. So. Oh, wie schnell unsere Chaosgestalt gerade abgeht. Nicht gut. Was? Noch einer? Ja, ist klar. Wie soll man das denn hier schaffen? Hallo? Sind die irgendwie, ich glaube, die haben, einen kleinen Rad ab hier, ne? Schafft man doch nie. Wenn dann nur durch seine absolut elitäre Spielweise, die ich nicht habe. Ja, also, ne? Das ist sehr schön, habe ich meine Heilung wieder. Ja. Also das ist übel. Also wenn diese Geister nicht wären, hätte ich damit, glaube ich, nicht mal so ein Problem. Aber die Geister setzen mir echt ziemlich zu. Genau, komm her. Na, gehst du weg? Du Mistvieh. Ich werde langsam so ein bisschen sauer. Ich meine, einerseits ist es recht leicht, den Angriffen zu entkommen, wenn man sie sieht, dass sie einen gerade angreifen. Andererseits geht es mir auch echt auf die Nerven, wie viel Schaden die machen. Das ist unnormal. Das ist unnormal viel Schaden. Und dadurch, dass es zwei sind, hat man kaum eine Chance. Wohohoho. Freundchen. Finde ich nicht korrekt von dir. Ah, meine Fresse! Ah, meine Güte! Entschuldigt, dass ich gerade nicht ganz so viel rede, wie ich will und sollte, aber das ist hier doch schwieriger als gedacht. Ich habe es wenigstens mal geschafft, mich zu heilen und ein umzunocken. Dafür taucht jetzt gleich hier das Hündchen auf. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden das macht und ich will es nicht herausfinden. So, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Luft in dem Kampf drin hier. Wir können einen zweiten Geist legen. So, jetzt können wir uns erstmal ganz in Ruhe mit dem Freund hier vergnügen und mussten unsere Chaosgestalt noch nicht opfern. Ich glaube, diesmal kriegen wir es. Also man merkt schon, das Spiel legt ein bisschen am Schwierigkeitsgrad zu, aber das ist mir auch ganz recht, dann haben wir hier mal ein bisschen was wirklich zu tun, ne? Ja,
Ist gut, wir haben es verstanden. Das magst du nicht. Autsch. Geh dahin zurück, wo du herkommst. Ich will nicht mit dir spielen. Ich will nicht mit euch allen spielen. Interessant nennst du das also? Okay. Ich will vor allem den Geist weg haben. Natürlich. Sag mal, wie lange hält diese Gestalt eigentlich? Das war doch früher länger. Oder bilde ich mir das nur ein? Das gefällt mir gar nicht. Das sind viel zu viele. Und solange der Geist noch da ist, kann ich hier nicht so unbeschwert hantieren, wie ich das gerne würde. So. Danke. Mit den Engeln komme ich schon klar. Oder auch nicht. Man soll den Tag ja nicht vom Abend loben, ne? Jetzt noch dich. Haben wir es jetzt endlich? Oder kommt noch was? Engel, ich ist. Oh, Dankeschön. Das kommt da raus. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir das noch da hinten bringen sollen. Also gleich mal hier ein Portal legen. Hui. Portal gelegt. Dann wieder auf den Enterhaken. Boah, so, sowas hier am frühen Morgen. Ja, ich spiele das hier gerade um 8 Uhr morgens und zwar nicht, weil ich nachher noch Schule habe, sondern weil ich einfach heute komplett frei habe. Ja, ihr werdet mich jetzt hassen, ich weiß. Aber so ist das Leben halt, weil die Lehrer denken sich, sie brauchen mal einen Tag, an dem sie bequatschen können, wie sie uns Schüler noch mehr quälen. Und der ist halt heute und dafür haben halt wir Schüler frei, weil dafür werden wir ja noch mehr gequält, ne? Und, ich weiß gar nicht, komme ich... Müsste das nicht hier durchgehen? Eigentlich? Ist es schon. Ich komme da wahrscheinlich nicht ran, weil da hinten war noch eine Gesundheitstruhe. Die will. Ja. Ja. Ne. Genau. Habt ihr das auch gesehen? Der ist einfach runtergesprungen. Der ist einfach runtergesprungen. Der hat sich nicht drum gekümmert. Hä? Willst du mich verarschen? Danke. Ich will mir nämlich nochmal die Gesundheitstruhe holen. Meine Güte. Also echt. Was ich jetzt allerdings... Ach ne, ich kann die Portale ja nur auf diese Felder legen, sonst hätte ich mir jetzt einfach hier unten ein Portal gelegt und wäre rüber. Aber das... das war knapp. Ich dachte schon, ich fliege hier wieder runter. Also sowas ist ja gar nichts für mich. Alle diese Jump-and-Run-Elemente sind ja gut und schön, aber die dürfen mir gerne wegbleiben. Brauche ich nicht. Und da ist jetzt der Strahl und den müssen wir jetzt weiterleiten. Ja, ich dachte schon, ich wäre hier mal langsam fertig. Aber nein, wir müssen ja noch das machen und jenes machen und hast du nicht gesehen machen. Ich weiß nicht mal, wo ich das Teil hinkriegen soll. Also da rein und ich tippe jetzt einfach mal da raus. Und jetzt das wahrscheinlich noch so verschieben, dass das irgendwas bringt. Eins will ich haben. Eins. Danke. Dass da durchkommt. Wo soll das jetzt letztendlich hin? Wenn ich das hier runter mache. Ah, da soll das hin. Okay, ich hab's verstanden. Alles gut. Da komme ich nicht mehr durch. Ich muss nur noch gucken, wie ich da rüberkomme. Ohne den. Achso. Ich brauche einfach nur den wieder hochmachen.
Das ist ja reizend. Sie machen es uns mal einfach. So, damit haben wir den ersten von drei. Ah, superklasse. Ah, Sahil, willst du uns irgendwas sagen jetzt? Oder können wir einfach weitermachen? Reiter, ich hätte niemals gedacht, dass du meine Rettung sein würdest.